Frank Schöbel. Ihn kannte jeder von Suhl bis Rostock. Auch in den sozialistischen Bruderländern war er eine feste Größe. Frank Schöbel vollbrachte in den 70ern sogar das Kunststück, in der Bundesrepublik Platten zu verkaufen. Frank Schöbel war der Star der DDR, der Schlagerstar der DDR, der Schwarm aller Mädchen. Keine Zeit, ich bin leider ausgebucht. Und ich gehe zu ihr hin, allerlei, was ihr auch versucht. Nachher ist er dann etwas seichter geworden. Aber ich fand Frank Schöbel immer gut. Doch, muss man wirklich sagen. Er hat so eine natürliche Art gehabt zu singen. Frank Schöbel fand ich gut. Also das Einzige, was mir, also ich fand ihn als Mensch sehr sympathisch. Ich fand den als Typ auch gut. Ich fand den auch nicht unattraktiv. Das Einzige, was ich von damals bis heute, auch damals nach dem damaligen Modetrend schrecklich fand, waren seine Haare. Mädchen, ich lieb dich. Du machst mich glücklich. Heute scheint die Sonne. Plötzlich gab das so ein super pompöses, fast opernhafte Stück, wie ein Stern. Und ich hatte wirklich gedacht, das haut mich komplett aus den Puschen. Also habe ich gedacht, das ist ja wirklich unglaublich. Dagegen ist ja alles, was sonst so ist, Provinz. Und ich wusste nicht, wer das ist. Und dann hat die Moderatorin hinterher gesagt, das sei Frank Schöbel. Und außerdem käme er aus der DDR. Und da habe ich dann wirklich so einen kleinen Neidanfall gekriegt, so als Westler, als Bundesdeutscher. Ha, sowas Geiles kriegen die da irgendwie zustande. Und dann nahm dieses Stück auch gar kein Ende. Ich glaube, so gefühlt 21 Minuten. Und das muss auch nach dem Motto produziert worden sein. Eigentlich können wir 10 Geigen gebrauchen, aber dann nehmen wir mal besser 100. Und so klang das. Und das war also mit das Allerbeste, was so der deutsche Schlager in jenen Jahrzehnten zu bieten hatte.